Ich möchte ganz kurz auf den Punkt zu sprechen kommen, worum es hier heute eigentlich geht. Ich fand auch das sehr, sehr gut, aber ich bin heute eigentlich hier, weil ich habe noch einen Spruch von meinem Vater in Erinnerung. Er ist in der DDR aufgewachsen und er hat dann mal erzählt, wir haben Nachrichten geschaut und wir haben die Nachrichten gehört, aber eigentlich wusste jeder, dass es nicht richtig ist, was da erzählt wird. Und eigentlich wusste jeder, dass da nicht die Wahrheit gesagt wird. Ich als kleiner Junge, mich hat das sehr schockiert und ich habe mir gedacht, wie kann es sein, dass irgendwo Nachrichten erzählt werden und die Leute wissen alle, dass das gar nicht die Wahrheit ist. Da habe ich mich gefragt, macht es dann überhaupt noch Sinn, da was zu erzählen? Ja, in dem Sinne macht es Sinn. Aber ich konnte mir lange nicht vorstellen, dass es auch in Deutschland und zwar auch im Moment so ist, dass zumindest teilweise Unwahrheiten erzählt werden. Ich kann nur die Situation grob umschreiben. Ich saß gestern vorm Computer, hatte im einen Fenster das Bild von den Protesten in Madrid und auf der anderen Seite den Artikel von der ARD, wo dran stand, dass es 3000 Leute sind. Und ich bin so erzogen worden, dass ich an die Sachen glaube, die von den öffentlichen Medien propagiert werden. Aber für mich waren auf dem Bild halt einfach nicht 3000 Leute. Und wie soll ich das mit meinem Verstand klären, wenn ich eine offizielle Wahrheit gegenüber der Realität habe? Also das ist gestern für mich nicht zusammengegangen und deswegen bin ich heute hier. Danke.